Wir leben schon in einem digitalen Zeitalter. Das sollte uns auf jeden Fall schon mal klar sein. Bis mit der Ausnahme von Bar- oder Cash-Transaktionen, ja, wo wir noch immer noch ja, also Münzen und Bargeld haben, um uns um die Geschäfte unseres täglichen Lebens zu bestreiten, ohne eben kontrolliert zu werden, überwacht zu werden und dergleichen. Also wirklich absolute Privatsphäre mit Bargeld. Ja. Aber scheinbar ist das noch nicht genug. Denn wenn wir uns überlegen, ja, dass unsere Konten, ja, unsere Bankkonten, unsere Bank, unsere meisten Banktransaktionen, die Abbuchungen und verschiedenste andere finanzielle Transaktionen sind ja schon eigentlich zu, wie auch immer, ja, zu 90-95% digital. Ja, also wie viele Menschen ja überhaupt nur mehr 100%ig. Also ich bewundere das immer oder ich bin immer oft erstaunt, wenn Menschen mit auch für kleinere Beträge, ja, was ja okay ist. Also manche Menschen denken sich auch nichts dabei, ja, aber eigentlich ist es ja da schon die volle Kontrolle, die volle Überwachung. Denn man könnte ja dann immer und überall überwacht werden und wissen, wer wann wo in welchen Abständen, in welchen Standorten, in welchen Geschäften, in welche Produkte, wie oft man diese Produkte kauft. Also es ist ja eigentlich leben wir schon in einem überwachten Staat. Aber dem ist ja nicht genug. Auch offensichtlich will jetzt die Europäische Zentralbank ernsthafte Schritte unternehmen, um eben dieses digitale Euro, das sie jetzt übrigens auch schützen lassen wollen, den Begriff digital oder Digital Euro, bekannt auch als CBDC, Central Bank Digital Currency, ausgeben wollen. Ja? Und die Europäische Zentralbank möchte jetzt sozusagen experimentieren mit einer digitalen Version des Euro, während sie eben öffentliche Konsultationen in Richtung in größeren Schritten quasi hin zu einer absoluten ja, Überwachungstechnologie. Sie sagen natürlich schon, ja, so in Nebensätzen, digitale Euro oder die digitale Währung ausgegeben von der Zentralbank würde dann nur das Bargeld ergänzen und das Bargeld sozusagen nicht abschaffen, weil das, die Privatsphäre ist ja noch immer wichtig und so weiter. Aber wann konnten wir jemals einer Bank oder geschweige denn einer Zentralbank jemals Glauben schenken? Ja? Es wurde immer und immer wieder das Vertrauen gebrochen. Ja? Inflation, Hyperinflation, ja, die Verwässerung des Geldwertes kontinuierlich systematisch begangen. Wie dem auch sei. Also in diesem Artikel eben, das ich jetzt mir gerade anschaue vom Bloomberg.com und zwar vom 2. Oktober 2020 steht auch noch, die Konsultationen werden am 12. Oktober 2020 beginnen und das Experiment wird dann sozusagen parallel ablaufen. Wie das jetzt genau ausschaut, ja, darüber können wir noch diskutieren. Die Europäische Zentralbank sagt, dass sie circa Mitte 2021 entscheiden wird, ob sie ein digitales Euro-Projekt starten werden und welches sozusagen mit einer investigativen Phase beginnt. Ja. Und die Madame Christine Lagarde, ja, die ja übrigens rechtskräftig ja vor einigen Jahren verurteilt wurde wegen Veruntreuung oder ähnlicher strafrechtliche Tatbestände. Da geht es um Hunderte von Millionen, die da veruntreut wurden oder weitergegeben wurden an politische Genossen und Unternehmen, die da sehr eng politisch verflochten waren. Also die wurde ja strafrechtlich verurteilt. Man muss sich vorstellen, das ist die Präsidentin jetzt der Europäischen Zentralbank. Also der Euro, sagt sie, gehört den Europäern und wir sind ihre Beschützer. Wir sollten sozusagen, sie sagt dann noch, wir sollten vorbereitet sein, das sagt sie alles auf Englisch gesagt, einen digitalen Euro auszugeben, sollte das Bedürfnis daraus also irgendwie entstehen. Ja? Sogenannte Kryptowährungen, wobei ich den Begriff überhaupt nicht mag, es gibt entweder Bitcoin oder Shitcoins, ja? Die wurden ja regelmäßig von den Zentralbankern kritisiert. Als sogenannte, ja, sie seien ja nichts mehr als spekulative Wertanlagen. Ja, natürlich, ja, also die Spekulation, Volatilität, das gehört alles dazu natürlich, ja, zu einer monetären Evolution, die erst seit 12 Jahren besteht und die zu 99,9% immer ein, sozusagen immer funktional war, ja,
Und man bedenke nur, ja, denke nur zurück an 2013, 2014 in Zypern, ja, da hat es nicht ein Bail-out gegeben, sondern ein Bail-in, ja, da wurden quasi die Konten der jeweiligen Sparer und der Kontoinhaber einfach eingefroren, beziehungsweise die Menschen konnten dann auch nicht mehr wirklich abheben. Inflation ist dann auch mehr eingetreten. Wir haben jetzt noch keine Zustände wie in Venezuela, Argentinien, Türkei, Iran und so weiter oder in Simbabwe, ja, aber alle Zeichen sind jetzt da und das sauge ich mir jetzt nicht aus den Fingern raus, sondern das sind ja Thorsten Polleit, Dr. Markus Krall und verschiedenste andere also Experten, wo man wirklich, also die wissen ganz genau, ja, was die Lage sozusagen der Nation und der Europäischen Union ist. Ja. Also makroökonomisch ist es im Moment eine Katastrophe. Bei der Europäischen Zentralbank, nämlich direkt bei der Europäischen Zentralbank. Und das wäre typischerweise dann auch eine Option für kommerzielle, das ist eigentlich, ja, ist das normalerweise ein Vorgehen oder eine Option für kommerzielle Kreditgeber, Regierungen und andere Zentralbanker. Ja? Und dann wird auch noch kommentiert, dass dies sozusagen Implikationen haben könnte für monetäre und finanzielle, also für monetäre Politik und finanzielle Stabilität. Und die Europäische Zentralbank berichtet, in dem Bericht von der Europäischen Zentralbank wird sozusagen urgiert, einen da hineinzuschauen, zitiere, ob ein digitaler Euro sozusagen zugänglich sein soll durch Einzelunternehmen und Firmen, also direkt oder indirekt durch Intermediäre, und ob sie diese sozusagen kompensiert werden würden oder ja oder bezahlt werden würden und ob die digitalen Euro-Halterungen quasi von individuellen Nutzern limitiert werden sollten. Also das sind jetzt lauter Diskussionen, die im Hintergrund laufen. Und ein digitaler Euro ist sozusagen wird zu einer Obligation, welches die Zentralbanker in diesem Fall die EZB auszuführen hätte. Ja, sagt eben der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank, Louis de Guindos. Ja. Und dann heißt es noch in einer, die Zentralbanker auf der ganzen Welt, also haben jetzt sozusagen mit digitalen Versionen ihrer Währungen jetzt herumexperimentiert und die Europäische Zentralbank, also die offiziellen Vertreter der Europäischen Zentralbank, haben unlängst betont, sozusagen das Bedürfnis sozusagen auf diesen technologischen Trends sozusagen dran zu bleiben, ja, und wie auch sozusagen, da wird auch die People's Bank of China, also die Bank von China, der kommunistischen, ja, des kommunistischen Chinas, da auch noch irgendwie erwähnt, ja, und dass die quasi die ersten größere Institutionen sein werden, eine digitale Version ihrer Währung nach einer sozusagen fortgeschrittenen kommerziellen Tests auszugeben. Dann ist ja auch weiter die Rede von Zentralbanks wie den US Federal Reserve und der Bank of England, die diskutieren gerade die Möglichkeiten von digitalen Währungen und haben einige Pläne soweit entwickelt. Und dann natürlich wird, ja, also immer wieder das sind sozusagen Vorwände, die da vorgeschoben werden. Also die Europäische Zentralbank berichtet in dem Bericht, dass steht, dass Cyber-Incidents, also diese Cyber-Attacken, natürliche Desaster und Pandemien, ja, ne, also das kommt ja nicht von ungefähr, ist ja alles kein Zufall, die sozusagen die Urgenz unterstreichen, untermauern, die Resilienz quasi zu verbessern. Und des grundsätzlichen Zahlungssystems. Und dann natürlich wird noch gesagt, in einer Pandemie, ja, so wie das jetzt sozusagen da jetzt propagiert wurde und ingeniert wurde, Corona-Hysterie, die beruht ja auf falschen Daten. Also da gibt's unzählige jetzt Gutachten und Berichte teilweise auch von hochkarätigen Experten auf der ganzen Welt, die sagen, ja, das ist absolut erstmal überhaupt nicht gerechtfertigt und die Zahlen und Fakten das ist alles verdreht und verzerrt ja, beruht auf Lügen, ja, und auf Manipulationen und auf falschen Daten und Zahlen. Ja.
Also in einer Pandemie ist sozusagen das Zitat, würde sozusagen das soziale, die soziale Distanzierung das Verhalten, also das Zahlungsverhalten von Konsumenten verändern. Und die Konsumenten würden dann sozusagen das Cash, also das Bargeld, Inflationsangriffsfläche betrachten. Also so weit geht man ja schon. Ja? Und dadurch natürlich weniger und weniger das Cash sozusagen nutzen. Ja? Gut. Also vermehrter globaler Protektionismus könnte sozusagen ein weiteres Risiko darstellen. Ja, ist sozusagen die Argumentation, und viele Zahlungsdienstleister in Europa sind oder seien von ausländischem Ursprung, und eine Vermehrung, eine Steigerung in protektionistischen Politik. Also erstmal sagt sie, dass die Frau Lagarde sagt, dass ihre Institution müsse sozusagen den Bürgern garantieren, dass sie nicht von den Zahlungsökosystemen aufgrund irgendwelcher unilateralen Aktionen von anderen sozusagen ausgeschlossen werden könnten. Ja, also das sind schon so Vorbereitungen, man will schon sozusagen den Weg ebnen, ja, da jetzt schon eine totale Überwachung einzuführen mit der digitalen Währung von der Europäischen Zentralbank, aber auch generell der globalen Zentralbanken. Müssen Sie jetzt natürlich dazu sagen, ja, damit da jetzt nicht gleich die Panik ausbricht, das ist wie eben bei dem Frosch, der in einem Wassertopf ist und langsam, dass halt Wasser langsam aufgewärmt wird. Man bekommt ja nichts mit. Die Menschen bekommen ja nichts mit. So, wenn man das ganz langsam macht, ja, irgendwann ist man in der totalen autoritären Diktatur, ja, und dann ist es eben zu spät. Und deshalb brauchen wir jetzt Bitcoin. Ja. Und da hat sie, und das wurde natürlich, das musste natürlich gesagt von der Europäischen Zentralbank, das würde der digitale Euro würde das Cash, das Bargeld nicht sozusagen ersetzen, sondern nur komplementieren. Ja. Und dann, ja, es wird noch gesagt, irgendwie, das, ich zitiere, also viele Leute schätzen ja das Bargeld, das Cash sehr hoch und für sehr legitime Gründe, ne? Also als müsste man das jetzt noch dazu sagen. Privatsphäre, man kann sozusagen Privatsphäre damit haben, ach so, ne, das könnten wir, als würden wir das nicht wissen. Und der Gebrauch des Bargeldes beruht also nicht notwendigerweise auf der technischen Infrastruktur. Gut, also das sind verschiedenste Artikel, die da jetzt zu finden sind dazu, auch von einem europäischen von einem Vertreter der Europäischen Zentralbank, und zwar Fabio Panetta. Gibt es auch ein Artikel, also wo ich mir gedacht habe, also das ist, ich wollte es eigentlich ignorieren, aber es ist einfach die Art und Weise, wie da argumentiert wird, wie da versucht wird, irgendwie die Menschen darauf vorzubereiten, schön langsam einen Schritt nach dem anderen, ist wirklich schockierend. Einen Gedanken, ja, hier, der festzuhalten ist, natürlich, ja, wir sind schon in einem digitalen Zeitalter, es geht darum, ist es zentralisiert oder dezentralisiert? Ist es konfiszierbar oder unkonfiszierbar? Kann das Geld verwässert werden, also inflationiert werden, ja, und wertloser gemacht werden? Oder ist es ein absolutes, knappestes und härtestes Geld wie Bitcoin, ja? Ist es sozusagen durch Intermediäre, ja, nur zu operieren, ja, und Hand zu haben? Geht um das Geld, ja? Ist es zentralisiert? Ist es konfiszierbar? Kann es nur sozusagen durch Intermediäre, durch Drittparteien transferiert werden, übertragen werden, operiert werden, ja? Also das sind lauter Fragen, die sich ein jedes Individuum wirklich hier stellen sollte, gerade jetzt in solchen Zeiten, ja? So, in diesem Sinn, es wird also immer klarer, es geht nur in die eine oder andere Richtung. Ja? Und es scheint, was jetzt das Geldsystem, das existierende, unberührbare Zentralbankensystem jetzt angeht, scheinbar geht es immer in immer extreme Richtungen. Und es liegt jetzt an uns, diese dezentralisierten, ja, wirklich freien Systeme für uns selbst zu schaffen. Ja? Wo es eben vertrauenslos zugeht, ja, wo wir nicht irgendeine Institution, irgendeine Bank, irgendeine Intermediär vertrauen müssen. Deshalb haben wir Bitcoin, ja, weil es absolut unkontrollierbar ist, ja. Es ist von niemandem kontrolliert, nur jeder Einzelne, ja, hat durch seine Privatschlüssel Zugang zu seinen eigenen Bitcoins, ja.
Und es ist das absolut knappeste und härteste Geld, das es jemals in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Es hat alle monetären Eigenschaften, die wir uns jemals erträumt hätten können. Ja? Es ist dividierbar, es ist portabel, es ist transferierbar, es ist wiedererkennbar, es ist teilbar, ja? Und es ist nicht konfiszierbar. Das heißt, du kannst jetzt, indem du theoretisch, ja, oder wie auch immer praktisch, 12, 24 Wörter, die auswendig lernst und über die Grenze gehst, kannst du sofort über die Grenze, egal wo, ja, mit einem Internetanschluss und schon bald bist du unabhängig vom Internet, mit Satellitenanschlüsse und so weiter. Werde ich jetzt ein unglaublich faszinierendes Gespräch führen mit den Experten, die sich eben auf das Satelliten und Local Mesh Network spezialisiert haben, wie Alexander Sassere, also Richard Myers, Randy Brito von Loggia Mesh und so weiter. Also das werde ich in dieser Woche noch machen. Und wir werden jetzt immer unabhängiger. Es liegt jetzt wirklich an jedem Einzelnen von uns, diese Freiheit für uns selbst zu erschaffen. Ja? Denn die Zukunft liegt wirklich in der Dezentralisierung, in freien Privatstädten, in Citadels, in Seaports, Landports, ja? in freier Marktwirtschaft, die wirklich auf freien Marktprinzipien beruhen, ja? Wo Entrepreneurs, Investoren, zusammenkommen, wo Privatunternehmer kommen und die Services, die Dienstleistungen, die Produkte viel besser, viel billiger, viel effizienter in einer deflationären Ökonomie. Das heißt, alles wird immer billiger und besser und besser. Ja? Also in diesem Sinn bedanke ich mich nochmals für deine Unterstützung. Bitte, falls du dieses Video in irgendeiner Weise nützlich gefunden hast, bitte liken, teilen, retweeten, folge mir auf Twitter, Kevan Davani, oder auf LinkedIn, YouTube, auf verschiedenen Podcast-Plattformen. Würde mich auch freuen über eine positives Testimonial, positive Bewertung. Und falls du in irgendeiner Weise an unserem Filmprojekt verwurzelt in Bitcoin uns unterstützen möchtest in irgendeiner Weise, dann bitte melde dich bei hello@thetotalconnector.com oder einfach Direct Message über Twitter, LinkedIn oder dergleichen. Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung, für deine Hilfe und bis bald. Tschüss.